Herren, schön, dass Sie zu diesem Liederabend gekommen sind mit Brigitta Borchers und Thomas Schäfer, beides bekannte Musiker und auch mir bekannt aus langen Jahren an der Universität bzw. aus dem Chor, wo Brigitta Borchers Stimmbildung macht. Und ich freue mich, dass Sie mit diesem außergewöhnlichen Programm bei uns zu Gast ist. Sie wird gleich auch selbst noch etwas dazu sagen, das Konzert ohne Pause. Und Sie sehen hier viele Kameras, viele Mikrofone. Das wird gestreamt, das Konzert, das erste Mal in meinem Haus. Ich bin total gespannt, was dann hinterher mal rauskommt. Und freue mich sehr, dass ich da so eine kleine Erinnerung dann auch haben werde. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei diesem Liederabend Menschsein. Danke. Abend Menschsein. Was berührt uns Menschen? Was inspiriert uns? Was macht uns aus unseren Erfahrungen? Was wählen wir daraus? Wir haben ein Programm gesponnen und kreiert, das das Kindsein, einen Lebenszyklus umfasst. Das Kindsein, Leichtigkeit, Freude, erste Liebe, die Ekstase, Glück und dann das Drama, gehört auch dazu, der Schmerz, der Tod, der Glaube und die Hoffnung und dann wieder das Morgen, dass es weitergeht. And I would like to welcome you, also in English, and also the streamers, hello, the first time here. Welcome to our recital, song recital, Being Human or Human Being. What touches us? What inspires us? What makes us a human being? And even maybe a growing human being on the path. The songs we collected, they are going from the childhood, from joy and ease, until the first love and happiness, and then the drama comes in, maybe some suffering and death, and then afterwards faith, and then you go on with hope, and then the tomorrow. Enjoy. Einen wunderschönen Abend, den wir zusammen genießen. Thank you.
Wiesen und Felder ein Knabe ging, Glöckerung schlug ihm das Herz, es glänzt ihm am Finger von goldenem Ring, Glöckerung schlug ihm das Herz. O Wiesen, o Felder, wie seid ihr schön, o Berge, Wer bist du?
Mir ist, ich liege neben dir auf der
Thank you.
Shimyaramyata, Elohim Huu.
Kleines Stück.